Einen wunderschönen guten Tag so rum. Heute spielen wir weiter mit unserer Tour 3 und unserer belgischen anarchistischen Kommune, die wir das letzte Mal gegründet haben. Jetzt hatten wir das letzte Mal das Problem, dass beim Frankreich ein fetter Aufstand kam. Das hat unsere Wirtschaft total ruiniert. Jetzt sind wir richtig fett im Minus die ganze Zeit. Das ist richtig übelst. Wir haben schon 17 Millionen Schulden. Ganz schön. Müssen wir mal versuchen, das irgendwie zu fixen. Jetzt sagen wir, erhöhen mal die Steuern. Wir reduzieren mal die Bauausgaben. Für den Anfang. Okay, scheint jetzt ein bisschen stabiler zu laufen, seit den Patch derzeit heute draußen ist. Der 1.06 haben sie ein bisschen was an den Pops geändert. Jetzt scheint es ein bisschen besser zu laufen. Gott sei Dank. So, was wollte ich denn machen noch? Hier hinten wollte ich mir noch von Peru was holen. Die hatten aber das Problem mit den Bündnissen. Genau, die haben da Verteidigungspakte, aber im Bündnis mit Ecuador. Da hatte ich überlegt, ob wir hier bei der Rebellion uns auf die Seite schlagen, der Rebellen. Das wäre eine Option. Aber da bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher. Müssen wir mal schauen. So, wie kriegen wir denn die Schulden weg? Da muss man mal gucken, was so der Markt hergibt. Ist mit 9.000 und plus bei den Dienstleistungen. Das ist viel. Wir haben verflucht viel Getreide. Okay, da müssen wir hier mal eben reinschauen. Hier noch was ändern können. Eher nicht. Genau, wir subventionieren nämlich jetzt die ganzen Sachen, die Rockenfelder und so. Das geschieht leider automatisch in der Planwirtschaft. Da kann man nichts gegen tun. Dadurch sind nämlich alle im Plus. Ach genau, die Dienstleistung können wir mal reduzieren. Ja, Regierungsverwaltung. So. Dann brauchen wir nicht mehr so viele Telefone. Da ist schon Standard. Ah, das ist doof wegen der Bürokratie, ne? Ach nee, Quatsch, das gibt ja gar keine Dienstleistung. Was rede ich denn? So ein Quark. Stadtzentrum war das. Genau. Die Stadtzentren sind zu teuer. Reduzieren wir das mal. Wie viel war das jetzt ein Plus? 8.000. Das ist sehr teuer. Können wir das ganze Getreide zum Aufstand schippern? Färbemittel nach Deutschland noch. Tee. Ein Haufen Exportruten hier. Zucker haben wir sehr viel.
Ich habe zu viel Kunstwerke, das ist nicht gut. Kriegen die Österreicher wieder alles hier? Ich habe zu viel Telefone, wow. Okay. Wenn wir dann irgendwann die Konvois ausgehen, schätze ich mal. 8000 Getreide, ey. Keiner will's haben. Das ist nicht schön. Wir haben immer noch zu viel Dienstleistung. Warte mal, ich setze das jetzt mal alles runter. Auf Marktplätze wieder. Glaube ich. Nee, ich muss das einzeln machen. Hier sowas hier zum Beispiel. Mal alles auf Marktstände. Die werden nämlich alle hier subventioniert. Das ist richtig Mist. Immer noch mit 6000 und plus, ey. Ich frage mich jetzt, wo das ganze Zeug auf einmal herkommt. Das macht alles keinen Gewinn mehr. Na, ganz toll. Hey, wir sind wieder im Plus. Ich bin begeistert. Sehr schön. Zu viel Waffen? Wie kommt das denn? Das muss man über die Gebäude machen, sonst muss man alles einzeln einklicken. Öl haben wir noch nicht. Das ist ein Problem. Könnte noch ein bisschen Armee rausholen. Hier zum Beispiel. Und hier. Das waren die größten mit den meisten Bevölkerungen. Dann passt das schon mal. Genau, bauen wir die Kaserne, dann haben wir noch jede Menge Werkzeugfabriken. Habe ich so wenig oder was? Ja, 3000 viel mehr. Kleidung fehlt auch ein Haufen. Ich glaube direkt nochmal von den Franzosen wollen. Auch noch. Gummi haben wir nichts mehr. Okay, Möbel. Auch von Frankreich wieder. Das Problem ist, jetzt müssen natürlich die ganzen Handelsrouten wieder erstmal aufbauen. Das ist ein Problem. Auch wenn wir hier Minus machen, ich brauche das Öl. Es fehlt ein bisschen Seide. Wo wird das nochmal gemacht? Ach, wie die Munitionsfabriken wieder kein Geld machen, ne? Waffenfabriken. Mache ich irgendwie nie gewinnen, ich weiß auch nicht. Das kriegen die einfach nicht auf die Reihe. Dünger fehlt. Sprengstoff fehlt. Eisen fehlt auch. Elektrizität. Öl sowieso. Kohle haben wir genug, Schwefel haben wir genug. Also Eisen brauchen wir noch. Wieso wirst du subventioniert? Was ist da los?
Ah, fehlt wiederum das Werkzeug. Aber für die Werkzeugfabrik brauchen wir wiederum Eisen und Kohle, glaube ich. Alles ein Rattenschwanz. Zumindest wenn die modernen mal sind. Da wird er fleißig ausgebaut. Nee, Stahl brauchen wir dafür. Und Öl, ja. Öl ist der Knackpunkt bei uns. Das ist wichtig. So, die haben uns noch nicht eingeladen. Können uns jetzt auch nicht mehr auf die Seite schlagen. Schade. Deutschland hat hier offenbar die Polen jetzt, okay. Ah, nee. Oh. Ist hier die Militärdiktatur an der Macht? Autokratie. So ist auch. Ah, die kommen ja offenbar gut voran. Da können wir dann Ecuador gleich den Krieg erklären. Ja, immerhin sind wir jetzt wieder am Plus. Oh. Sturmtruppen, sehr schön. Wieso ist ein Werkzeuge unproduktiv? What? Okay. So, Werkzeugfabriken werden gebaut. Sehr gut. Dann mach mal. Die Schweiz hat auch eine Revolution. Also, ich sollte mal neue Forschung angehen, ne? Flugzeugträger. Chemiewaffen können wir mal machen. Oder Flammenwerfer? Die brauchen alle Öl. Munition, okay, dann ist das schon mal wieder gut für die. Ach nee, weniger Munition, okay. Weniger Handwaffen, mehr Funkempfänger. Funkempfänger war Elektrofabrik, genau. Ah, die sind auch nicht alle rentabel hier. Weil ich genug Gummi, Eisen, Werkzeuge, ja. Können wir noch Gummiplantagen haben? Das ist hier die Frage. Was verbrauchen die? Transport? Da haben wir genug eigentlich. Es geht eigentlich, ne? Da könnte man eigentlich noch mehr bauen. Die haben keine Bauern, okay. Hier könnte man nochmal 5. Hier auf jeden Fall ausbauen. Den kann man auch mal ausbauen und den hier auch. Machen wir die auch gleich. Und hier noch den Rest. So. Viel zu viel wegzufabriken wahrscheinlich. Sind das. So hier hin, das müsste auch gleich zu Ende sein. Handelsvertrag. Bon. Die
diese Loyalisten steigen und steigen, ist der Wahnsinn. Wir haben zwar einen sicheren Wohlstand, aber unsere Oberschicht geht's gar nicht gut. Aber ist okay. So, was sagt ihr denn? Aufstand ist gleich durch, okay. Schön, schön. Wenn jetzt Frankreich gleich... Ah ne, die Liberalen werden gewinnen, ne? Wie mir scheint. Ah, jetzt leckt schon wieder. Gar nicht schön. Wenn wir das zu nah reinzoomt, wird es nicht. Können deine Schulden übernehmen? Nee, lass mal. Den kann ich leider noch keine Beziehung verbessern. Die müssen ja erst den Krieg gewinnen. Irgendwie wollt ihr noch nicht so richtig. Irgendwie erobern die ja nichts, kann das sein? Das ist nicht gut. So ein Haufen Bataillone. Das blöde Öl, ey, das ist so nervig. Eisen fehlt. Können wir da was importieren? Deutschland. Okay. Können wir nochmal Werkzeuge importieren? Auch Deutschland, sehr gut. Dann fehlt Eisen, da sind wir dran. Panzerschiffe sind aber auch teuer. Aber wir haben gar keine Konvois mehr. Das ist nicht gut. Wir sind schon auf moderne Häfen sogar. Das ist alles komplett ausgebaut. Liberia fehlt an Leuten. Liberia war hier unten, ne? Wir haben 192 Arbeitslose. Okay. Das ist viel. Die sollen mal umschulen hier. Aber hier auch, ne? Hm. Könnte ich einfach hier in die Subsessionshöfe gehen? Ist ja schlimm. Mann, 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 so, Ecuador hat Frieden gemacht. So, ich hoffe, die beenden mal den Krieg da oben bald. Zucker ist unproduktiv. Nö. Das schwankt immer so arg. Luxuskleidung. Haben wir leider nichts. Luxuskleidung war in den Tuchfabriken, ne? Auch als Seide.
Seide war. Ich glaube, die kann man auch künstlich herstellen, ne? Ja. Wir haben zu viel Färbemittel, ne? Ist relativ billig. Wo ist denn das jetzt? Hier. Dann machen wir noch ein paar. So. Stahlwerk ist auch ein bisschen blöd. Dann machen wir Verlust, weil wieso fehlt mir Elektrizität? Moment. Was ist da los? Ach, Kohlemotor brauchen wir noch. Es geht eigentlich von dem Preis her, muss ich sagen. Sie machten ja keinen Gewinn. Das verstehe ich aber auch nicht. Oh, die Panakartografierung ist abgeschlossen. Und Landrückgewinnung ist auch durch. Das Kartieren der Panama-Landenge abgeschlossen. Wir können bestätigen, dass es möglich ist, eine Verbindung zwischen der Atlantik und Pazifik in Form eines Kanals zu bauen. Als nächstes müssen wir das Land Neue Granada erwerben. Beziehungen mit Neugran verbessern sich um 10. Land in Panama beschaffen ist jetzt verfügbar. Zwang ist die simpelste Form der Überredung. Kriegen Anspruch auf die Region Panama. Oha, oha, oha. Da, wo der Französische drin ist, na ganz toll. Was habt ihr für eine Republik? Katholische Kirche ist in der Regierung, okay. Was hast du denn so für Bündnisse? Mit Venezuela, Verteidigungspakt mit El Salvador, okay. Hat Verpflichtungen. Schauen wir mal. Bau des Panama-Kanals. Liebe Staat befindet sich im Besitz von Belgien. Gebäude ist von Typ Panama-Kanal. Okay. Ja. Was, die haben 87% Aufruhr? Wie? Ich glaube, wir werden die mal die Beziehung verbessern. So. Die sind feindselig. Nö, nö. Chile, Argentinien. Hä? Warte mal. Achso, nee, passt. Vereinigten Syndikate von Amerika. Passt auch erstmal. Okay, jetzt sind wir wieder schön im Plus, das ist gut. Na, Gott sei Dank.
Ich dachte schon, es geht alles den Bach runter. So, kommen jede Menge Gummiplantagen rein. Das soll dir helfen. Zucker. Zucker ist nochmal mit 11% im Plus. Okay. Brechen wir das mal ab. Was ist denn mit Porzellan? Gibt's nicht wirklich, ne? Aus Deutschland kann man ein bisschen was holen. Ja, ein Kleinkram hier. Besser als nix, würde ich mal sagen. Ich muss mehr Häfen bauen. Da werden wir nicht drum umkommen. Wo ist hier die Frage? Kenia ist jede Menge Platz. Miss Guinea sind auch ein Haufen Leute. So. Ich hoffe, das reicht. Wieder im Plus. Juhu. Das sind auch die Radikalen wieder. Wir sind sehr wohlhabend. Ah, die Oberschicht ist auch wieder. Schicht ist auch wieder sicher. Sehr gut. Wunderbar. Großlinienschiffe. Habe ich jetzt schon die Funkempfänger gebaut? Nee. Habe ich nicht. Bauen wir da aber nochmal welche. So. Ich brauche erst das Öl. Ohne Öl geht nichts. Oh, was ist denn hier los? Oh. Oh, was ist denn das für ein Krieg? Karische Sektion zermalmen, bolivianische Ansprüche widerrufen. Oh. Wenn wir denen noch mal helfen, ha? Huh? Wir warten mal, ob die uns vielleicht was geben wollen. Dann gucken wir mal. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich bin gespannt, was Feuerspein, was? Ach, hat Flammenwerfer erforscht. Okay, das geht jetzt aber schnell hier. Ecuador hilft denen, dann helfen wir mal denen. Kann ich nicht von hier unten kommen? Anscheinend nicht. Dauert ein bisschen, bis wir da sind, ne? So. Dabei schnell hin da.
Punkt müssen wir auch noch verteidigen. Mehr Generäle bitte, Dankeschön. Krieg! Mehr Krieg! Ja, geh jetzt mal da oben hin mit. So. Nee, warte mal, das sind ja zwei verschiedene. Dann geh du mal mit hier oben hin, so. Jetzt müssen die natürlich erstmal ankommen, ne? Das dauert ein bisschen. Wieso werden meine nicht angezeigt? Was soll denn das? Ich kann hier wieder die Steuerung untersetzen. So. Das macht noch mehr glücklich. Wunderbar. Was ist das? Chinesische Sessionsnummern, französische Ansprüche widerrufen. Ah, okay. Ich glaube, da halten wir uns mal raus. Würde ich sagen. Also irgendwie kommen die hier nicht vorwärts. Weiß auch nicht. Victoria wurde Gold entdeckt. Moment. Ach. Zieh da weg. Wieso wurde hier ein General verlegt? Bist du mit im Krieg? Nö. Warum nicht? Weil du rebellisch bist. Wo hat's denn jetzt mal die Truppen hin verlegt? Hallo? Ah, hier. Kommen wir schon voran, sehr gut. Das sieht doch alles sehr gut aus. Glaube ich zumindest. Ist die Frage, was haben die für eine Technologie hier, ne? Ecuador. Habt ihr irgendwelche Kasernen? Jo. Das ist die Linieninfanterie, ne? Ja. Oh Gott, sind wir da weit voraus. Okay. Angriff. Das sollte ja machbar sein. Normalerweise. Dann schicken wir dich mal hier hin. Okay. Dann helfen wir dir mal und dann erobern wir sie. Oder so. So, kommen wir hier durch? Klar. Mit zwei Leuten gegen 14 kommen wir an. Wir haben keinen einzigen Toten bisher. Nur ein paar Verwundete. Ich glaube, wir sind ein bisschen überlegen.
Ganz viel Immigration haben wir. Sehr gut. Ja, guck mal, Bolivien ist gleich weg. Das ist super. Dann gucken wir doch noch mal auf den Markt. Luxusmöbel. Aus Deutschland. Ein paar. Hartholz, ein bisschen teuer. Es gibt keinerlei Funkempfänger, was sehr ärgerlich ist. Mann, Mann, Mann. Dass sie alle noch subventioniert werden. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Mehr Elektro könnte man machen. 3000 Filter. Ja, ich brauche mehr Öl. Nicht so schnell. So, es wurde Frieden geschaffen. Was ist das jetzt? Moment. Wieso? Ist jetzt hier noch ein anderer? Wir haben jetzt zwei Kriege in einem, was soll der Blitze? Geh doch mal da hin. Aber hab's verpasst, knapp. Schade. Okay, dann müssen die erstmal noch einen Krieg machen. Und dann gucken wir mal. Und dann sehen wir mal. So, Herr. Neugranada. Einen Verteidigungspakt machen. Zony und eher nicht. Können Sie mal finanzieren? Geologische Unterschiede, keine Nachbarn. Okay. Können wir Paraguay eigentlich einladen? Vielleicht müsste man die Beziehung verbessern. Hat hier was Interessantes? Nee. Was? Ach, die sind dezentral. Okay. Heißt das, ich kann die kolonisieren? Nee, da habe ich schon. Ach so, ich kann nicht erreichen wegen Argentinien. Okay. Regimewechsel könnte ich ihn androhen.
Machen wir das doch mal. Ängstlich, das ist gut. Sei mal ängstlich. Ich spare gar nichts mehr. Antibiotika, juhu. Mindestens 4% Beschäftigungsgrad, okay. Hören wir das doch mal. Ich dachte, ich hätte schon die Versicherung geändert. Anscheinend nicht. So eine Berufsarmee wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, oder? Könnten mal den Arbeitsschutz einführen. Machen wir das erstmal. Die sollten ja gleich aufgeben. Würde ich jetzt mal wetten. So, was brauchen wir denn noch? Hartholz. Können wir da noch was importieren? Nicht so richtig, ne? Hier können wir noch ein bisschen. Wird aber wahrscheinlich nicht reichen. Wein. Jetzt habe ich hier zu wenig Munition. Kohle. Holz. Luxuskleidung. Kaffee. Ich hab was? Moment, wieso habe ich zu wenig Färbemittel? Okay. Interessant. Mir fehlt Transport auch, sehe ich gerade. Ha. Dann bauen wir hier noch ein bisschen aus. Nochmal 20, dann machen wir noch mal mehr Eisenbahn, würde ich sagen. Das kostet wieder Haufen Strom, Motoren, ne? Teurer Spaß. Ja, ja, ja. Na gut. Mehr Strom, mehr Motoren, mehr von allen. Oh, wir können in die Automobile gehen. Ist alles sehr teuer. Puh.
Es braucht halt wieder Öl und Stahl und die ganzen Firlefanz. Ich brauche dringend das Öl. Ohne Öl geht nichts mehr. Das ist sehr belastend. Ich hoffe, die beenden den Krieg unten schnell. Damit ich da rein kann. Ist die Frage, ob Argentinien hier kolonisiert oder nicht? Dauert noch. Ja, sogar eine Verpflichtung. Das ist gut. Aber wird für die Zollunion noch nicht reichen. Ja, es wird ein bisschen schwierig, in der Granada reinzukommen. Müssen wir mal sehen. Der Wahnsinn, wie das steigt hier. Und kaum Rebellen. Der Wahnsinn. Die leben ja eine Utopie. Wieso? Habe ich das abgebrochen? Haben die die Dings gewechselt? Haben die jetzt die Region gewechselt? Halt. Scheint so, ne? Gleiche Front, naja. Mal gucken, ob wir die noch ein bisschen überzeugen können. Aber hier scheint die Regierung gewechselt zu sein, oder? Scheint so, ja. Okay. Moment, ist hier Frieden? Jo. Kooperativ. Nee. Ich hätte nämlich gern das hier erobert. Na, hier gibt's Öl. Dass es immer noch Dingensaufstand heißt, ist auch sehr interessant. Beziehung schädigen. Aus irgendeinem Grund sind die Beziehungen so gut. Mehr
der Waffenstillstand? Nee. Oh. Revolution. Zweimal Republik, Moment. Okay. Und wieso? Weiß man nicht. Stützen wir die mal. Das sollte ja an sich kein Problem sein. Dauert halt ein bisschen, bis wir da sind. Chemiewaffen bedeutet mehr Öl, das haben wir nicht. Motorisierte Aufklärung. Geht Gummi und Werkzeug sehr stark zurück. Automobile steigt dafür sehr stark, ja. Erstmal nicht. So, Krieg ist ausgebrochen. Unsere Truppen sind auch schon da. Sehe ich das richtig? Jo. Die wollten keinen Regimewechsel. Ja. Alles kein Problem. 150er Angriff, ey. Sehr gut. Easy peasy. Dann kommen wir hier oben noch. Eventuell. Nee, kann man noch nicht den Krieg erklären. Schade. Moment, pressieren hilft, sehe ich das richtig? Oh, okay. Wieso kann ich hier keine Grenze haben? So. Ich habe fast keine Radikalen mehr. Wow. Mehr Land. Rückgewinnung, sehr schön. Oh, der Aberschutz ist auf 0 gegangen. Was ist das denn? Wird auch nicht mehr wirklich unterstützen. Gut, dann brechen wir es ab. Dann bringt mir das so nichts. Berufsarmee wird sehr hoch gebilligt. Machen wir das jetzt dann doch mal. Okay. Da kommen wir zu spät an. Okay. Das ist nicht gut. Hm.
Yay. Ja, jetzt wird der Standard hier zu hoch, hm? Wo es geht eigentlich? Oh, ist sie gerade. Können wir mal die Steuern senken nach ganz unten. Streitkräfte ganz nach oben. Das können wir auch noch ganz oben machen. So, ich muss mehr bauen. Ich weiß nicht mehr was. Uns geht's einfach zu gut. Oh, Kettensägen. Brauch wieder einen Haufen Werkzeug und Öl. Ja. Schwierig, schwierig. So. Papier ist auch ein bisschen wenig. So. Vielleicht noch Papierfabriken machen oder kostet das zu viel Holz, ne? Schwefel und sowas. Können hier jetzt noch mal ein bisschen bauen. Wenn ich jetzt auf Berufsarmee dann wechsle, dann kann ich da wesentlich mehr Kasernen bauen. Das hilft dann auch noch mal. Dann bauen wir mal noch ein bisschen die Konvois aus. Ja. Mit mir noch ein bisschen auffüllen. Porzellan. Nee. Porzellan, Porzellan. Er braucht auch wieder Öl, ne? Öl ist echt ein Problem. Mann, Mann, Mann. So. Interessanterweise sind wir jetzt wieder am Plus. Na, auch geil. Hoffen wir mal, dass wir die Berufsarmee schnell durchkriegen.